Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Runewaker HD. Und wir schauen mal hinein. Ich glaube nämlich, das hier ist die Wohnung gewesen des Schwertmeisters. Und das scheint auch richtig zu sein. Okay. Oh, Takeru, was hast du? Du bist ja so blass. Ist irgendwas geschehen? Was auch immer es ist, der besorgte Ausdruck in deinem Gesicht lässt nichts Gutes vermuten. Na, wie sieht's aus, Takeru? Interessiert, die wahre Kunst des Schwertkampfes zu erlernen? Na und ob? Immerhin sind wir jetzt ganze 12 Jahre alt geworden und sind würdig, des hellen Gewand zu tragen. Schön, als erstes üben wir den Horizontalhieb. Drücke B und greif mich an. Okay, B drücken werden wir hinbekommen, oder? Greif mich so lange an, bis ich sage, dass es reicht. Na dann, hopp, 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 hopp. Wow, 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 und nimm das. Gut, als nächstes den Vertikalhieb. Drücke ZL, um mich als Ziel zu erfassen, und drücke danach B. Okay. Nur keine Scheu, gib mir alles, was du hast. Also anvisieren und zuhauen, das klingt sehr, sehr logisch. Sehr, sehr schön. Und jetzt der Ausfall. Drücke ZL, um mich ans Ziel zu erfassen. Bewege den linken Joystick zu mir und drücke dann B. So? Okay. Hopp, hopp und hopp und hopp. Hallo? Das nervt auch voll hier, dass die ganzen scheiß Dinger hier im Weg sind. Die Miststühle hier. Die Misthocker. Als nächstes die Wirbelattacke. Halte B für eine Weile gedrückt. Sammle die Kräfte, lass los. Okay. Hopp. Huch. Wow, aua! Die Wirbelattacke auszuführen, musst du B für eine Weile gedrückt halten, dann loslassen. Mann! So, jetzt aber. Hua! Sehr gut, mehr davon, mehr! Okay, erstmal zurückgehen und dann Energie sammeln und los. Die nächste Übung wird etwas schwieriger. Kommen wir nun zur Spezialattacke. Erfasse deinen Gegner mit Hilfe von ZL als Ziel und drücke A, sobald das A erscheint. Okay, wow. Jetzt aber. Ausgezeichnet, erfasse mich noch einmal. Und dann drücke A. Hua. Wunderbar. Und zu guter Letzt noch den Sprungangriff. Ziehe dein Schwert, visiere mich mit der Zielerfassung an, drücke A. Okay. Ich will noch einen sehen. Also wir sind auf jeden Fall ein sehr gelehriger Schüler. Und werden hier alles aber mal bravourös meistern, wie es ausschaut. Das war schon sehr gut, Junge. Ich spüre eine unruhige Hast in deiner Schwertführung. Weit stärker als nur der bloße Ehrgeiz, es beherrschen zu wollen. Ich weiß zwar nicht, was dich zugetragen hat, aber ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlautere Zwecke verwenden willst. Takeru, nimm es an dich und führe es gut. Wir haben also tatsächlich das Heroinschwert erhalten. Schwinge es durch Drücken von B. Mache es dir zur Aufgabe zu lernen, es perfekt zu beherrschen. Schließlich willst du den alten Mann, der so viel Vertrauen in dich gesetzt hat, nicht enttäuschen. Das Schwert diente seit jeher als das Instrument zur Bekämpfung allen Böses. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch an, stärker zu werden und mit ihm und seinen Aufgaben zu wachsen. Als treue Weggefährten begleiten sie sich auf ihre Reise. Werde stärker und wachse mit deinen Aufgaben, Takeru. So werden wir es tun, lieber weiser Schwertmeister. Wir können mal direkt ein paar von diesen Krügen zerschlagen. Dank unseres tollen neuen Schwertes. Gut. Eine Mega-Vase haben wir hier auch. Okay. Der sagt nichts dazu. Findet er wohl okay? Dann geht's mal raus. Also wir haben jetzt tatsächlich ein Schwert. Können wir vielleicht so wagemutig in den Wald schreiten, wo ja das kleine Mädchen, welches dann wohl Mitglied oder Teil des Piratenschiffes da hinten ist, können wir die damit befreien? Können wir sie mit diesem mageren Schwert aus diesen Klauen des Vogelfisches befreien? Das ist die große, große Frage, die sich uns stellt. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal in Richtung des Waldes. Und das müsste, so denke ich zumindest, hier hoch sein, indem wir diesen Weg hier fortschreiten, denn soweit ich weiß, sind da gleich ein paar Bäume im Weg, die wir mit dem Schwert umsensen müssen. Nicht wahr? Wir gucken mal.
Wir lesen hier: Überqueren verboten. Wegen Ausbesserungsarbeiten ist das Passieren der Brücke in den Wald untersagt. Na, da halten wir uns schon mal gar nicht dran, natürlich. Wir als absoluter Mega-Held an seinem heutigen Geburtstag, da müssen wir doch auf jeden Fall Gas geben und halten uns an gar nichts, an keine Vorschriften. So. Das dürfte hier doch der Weg sein, der uns voranbringt. Wir gucken mal hier, was haben wir hier ein schönes? Die Brücke. Die sieht aber auch sehr, Gott, sehr, sehr zerbrechlich aus. Na, mal gucken, was hier steht. Huch, nein, ich hab's zerschlagen. Ich wollte es nicht zerschlagen. Ich wollte das Schild doch lesen, verdammt. Na, egal. Okay, haben wir hier noch was? Wir schauen mal. Oh, hier haben wir mal einen sehr, sehr tollen Ausblick. Wir schauen mal ganz kurz. Da hinten ist unsere kleine Schwester, da unten, wie wir sehen können. Ist ja sehr cool. Und wir können den weiten Horizont sehen. Das Meer, es ist so unendlich weit. Sehr schön. Gut, okay. Das heißt, wir müssen über die Brücke rüber. Ich hoffe, dass wir heil auf der anderen Seite ankommen werden. Hua, aufpassen! Wow, Glück gehabt. Holdrieu, Holdrieu, wir haben es geschafft. Ach, wie schön. Okay. Wohin geht's hier? Das ist dieser Waldabschnitt. Und da, da hängt diese Person. Können wir sie retten? Die hängt am Baum. Hm. Wir schauen mal. Da hinten dürfte es sein, oder? Wow, ein Monster. Um Gottes Willen. Hua. Unsere Kampfkünste werden gleich mal gefordert werden, die wir soeben erlernt haben. Hua. Das war's, wir haben es geschafft. Das Monster ist besiegt. Und an irgendeinem Baum muss diese zwielichtige Person doch sein. Gefangen sein oder wie auch immer. Vielleicht können wir ja mit so einer Attacke, mit so einem Roller, dieses Mädchen dazu bewegen, vom Baum zu fallen. Aber das wirkt schon mal nicht so, wie ich das gerne möchte. So, wir schauen mal. Hier geht's wieder zurück. Ist das richtig? Wow, runter! Huah. Okay. Nochmal gegenrollen. Welcher Baum war das denn jetzt überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht. Jetzt schaue ich mal ein bisschen hier. Von da kommen wir ja auch. Das muss doch da drüben gewesen sein, oder? Wie können wir diese Person helfen? Wie können wir ihr aus dieser misslichen Lage heraus helfen? So auf jeden Fall schon mal nicht. Hopp! Und hoch hier. Können wir da nicht hoch? Hier geht's hoch. Was steht denn hier Schönes? Schon wieder der falsche Knopf. Mensch. Ist doch grauenhaft. Okay, was machen wir jetzt mal? Da hinten hängt sie. Die Gute. Hm. Wir zoomen mal ein bisschen ran gleich. Aber so können wir ihr nicht automatisch helfen. Was? Wow. Noch zwei von diesen Viechern kommen hier heruntergeschossen. Das ist doch kein Zufall. Hua, hua, hua. Wow. Alter, Zeit zum Sterben. Wow. So, das eine Vieh müsste jetzt down sein. Das andere auch? Nee. Das Vieh lebt noch, aber nicht mehr lange. So. Wow. Das Mädchen kommt zu Bewusstsein. Oh oh. Das könnte ein sehr, sehr tiefer Fall werden. Autsch. Au, 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 au. Hm, was hast du denn für Klamotten an? Wie auch immer, wo bin ich hier? Hm, ach ja. Ich wurde ja von diesem riesigen Vogel. Captain Tetra!
Und das sind dann wohl die Mitglieder der Piratenbande. Dem Klabautermann sei Dank, ihr seid unverletzt. Als ich euch in den Wald hoch oben auf dem Berg stürzen sah, da dachte ich schon, es wäre um euch geschehen. Wald hoch oben auf dem Berg? Dieser verdammte Vogel hat mich also in den Wald oben auf dem Berg fallen lassen? Das ist ja wohl die Höhe. Los, steh hier nicht so und hittig rum, Gonzo. Gehen wir. Mit diesem Vogel habe ich nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Captain, was ist mit dem Jungen? Was soll schon mit dem sein? Kümmer dich nicht um ihn und komm gefälligst mit. Wie gemein ist das denn? Wir haben ihr geholfen, ja? Ist ein bisschen Mietner-like. Ein bisschen sehr wie Mietner. Takeru! Unsere Schwester Ariel. Ariel, die Meerjungfrau. Da kommt sie zu uns. Ich hoffe, das geht alles hier so... Oh, oh. Nee. Pass auf, Ariel! Nee. Alter, das Mistvieh hat uns... unsere Schwester entführt. Takeru! Wir müssen ihr helfen. Koste es, was es wolle. Wow. Okay, das war dann wohl... eher weniger, was? Hey, Idiot, Vollidiot, zappel gefälligst nicht so rum. Nein, Ariel. Und da fliegt sie davon. Was für ein mistiger Vogel ist das denn? Der hat sie doch nicht alle. Verdammt. Was? Du willst an Bord unseres Schiffes? Natürlich. Sag mal, hast du irgendwie nicht mitbekommen, wer wir sind? Wir sind Piraten, Kleiner. Glaubst du etwa, wir nehmen so einen nichtsnutzigen Knirps für dich mit? Ich verstehe ja, dass du deine verschleppte Schwester unbedingt retten willst, aber wir sind weder eine Kreuz noch die Wohlfahrt. Wir haben nichts mit deinen Problemen zu tun. Was du nicht sagst. Der Postbote. Hey, geht's noch mit dir? Was quatschst du uns so von der Seite dazwischen, du komischer Vogel? Nicht gleich aufregen. Ich wollte nur sagen, wenn du hier nicht aufgekreuzt wärst, hätte man dieses Mädchen auch nicht verschleppt. Willst du damit etwa irgendetwas andeuten? Ja, das will ich. Meine Arbeit als Postbote bringt es mit sich, dass ich viel herumkomme und viele verschiedene Inseln besuche. Ist euch vielleicht ans zu Ohren gekommen, dass seit einiger Zeit auf diversen Inseln junge Mädchen entführt werden? Und nicht nur das, es handelt sich dabei ausschließlich um Mädchen mit langen, spitzen Ohren wie du. Und das hier gerade eben versteppte Mädchen hatte auch lange, spitze Ohren, nicht wahr? Was ich sagen will, dieser Vogel hat sie offensichtlich mit dir verwechselt und somit irrtümlich versteppt. Und außerdem war es Takeru hier, der dich vor den Monstern im Wald gerettet hat. Stimmt das? Ja, und noch etwas. Dieser riesige Vogel scheint sein Nest, wenn man so will, in der verwunschenen Bastion zu haben, die nördlich von hier liegt. Die verwunschene Bastion? Du meinst diese Insel, die... Was gedenkst du zu tun? Wenn ihr doch ohnehin schon dabei seid, wäre es da nicht das Schlauste, den Jungen gleich mitzunehmen? Päh, die Rede hättest du dir sparen können, denn das hatte ich sowieso vor. Über die verwunschene Bastion hört man ja in letzter Zeit nur die haarsträubendsten Geschichten. Sag bloß, du hast alles Ernstes vor, mit dieser Ausrede von einem Schwert dahin zu gehen? Ich meine, selbst auf dieser verschlafenen Insel muss es doch wenigstens noch irgendwas wie ein Schild geben, oder? Schließlich willst du vor eventuellen Gegnern ja geschützt sein und nicht dumm dastehen. Sobald du etwas Brauchbares aufgetrieben hast, lasse ich dich an Bord. Und nur damit du Bescheid weißt, sind wir erstmal an Bord, kommen wir so schnell nicht wieder. Verabschiede dich also von den Bewohnern und von deinen Lieben. Ach Gott. Das kann ja gemein werden, auf Piratenjagd zu gehen in Richtung verwunschene Bastion mit diesen Vollidioten da hinten. Voll unfair und voll gemein. Vor allen Dingen diese Tusnell da hier. Dieser Mietner-Verschnitt. Gefällt mir einfach überhaupt nicht, aber was machen wir nicht alles, um unsere verschleppte Schwester aufzutreiben, wiederzufinden, zu retten. Mann. Und ein Schild müssen wir auftreiben dafür, für diese Reise. Und wir haben doch auch ein Schild gesehen. Bei unserer Oma.
Das heißt auch, wir müssen ihr wohl diese Nachricht kundtun, dass Ariel entführt wurde. Das wird sicherlich nicht einfach werden. So, hinein geht's. Und ich hoffe, wir können es ihr wirklich schon beibringen. Takiro, was ist los? Bitte sag es deiner Großmutter. Wo ist Ariel? Sie spielt doch bestimmt draußen, oder? Du verheimlichst mir doch irgendwas, oder? Nee, gar nicht. Ich verschweig überhaupt nichts. Okay, der Schild? Wo ist der Schild? Alter, das Schild ist weg. Großmutter? Takiro. Du suchst dies hier, nicht wahr? Sie hat den Schild. Nimm ihn. Du hast den Heroinschild erhalten. Man sagt, der legendäre Held soll ihn verwendet haben. Drücke ZR, um ihn vor dich zu halten. Was für eine Siegerpose hier. Aber die Großmutter, sie ahnt irgendwas. Dann ist es also wahr. Ariel wurde verschleppt. Warum tun sie meiner Kleinen so etwas an? Arme Großmutter. Wir müssen jetzt ganz stark sein. Großmutter und Enkel müssen jetzt beide ihr Möglichstes tun. Ariel. Oh nein. Ah, wir müssen jetzt gehen. Leider. Müssen dann jetzt wohl aufbrechen. Mit diesen Verbrechern. Mit dieser doofen, vermaledeiten Bande. Und das werden wir auch tun, im Übrigen. Aber das Ganze erst im nächsten Part. Dann also geht es dann wohl auf hoher See weg von Präludien auf in Richtung Ariels Rettung. So hoffen wir doch mal. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut.